Eine Reise mit der Deutschen Bahn. Für viele Menschen eine Geduldsprobe. Man kommt nie pünktlich an, wenn man pünktlich ankommen muss. Ich bin in Frankfurt am Main gelandet mit dem Flugzeug, wollte mit der Bahn weiterfahren. Die ist ausgefallen, es war nachts um 11. Das ist immer das große Chaos, Zugausfall. Und im Folgezug haben sie dann die doppelte Belegung. Und dann, das macht nicht wirklich Spaß. Die Unpünktlichkeit ist das Ärgernis Nummer 1. Im Sommer 2022 lag die Pünktlichkeitsquote der Fernzüge bei unter 60%. Ich bin jetzt dieses Jahr 61 Mal mit Fernverkehrszügen der Deutschen Bahn gefahren. Und nur 48% davon, also weniger als die Hälfte, waren pünktlich. Der Bundestagsabgeordnete Matthias Gastel legt jährlich rund 100.000 Kilometer mit der Bahn zurück. Vor allem an den Wochenenden fährt er regelmäßig von Berlin in seinen Wahlkreis bei Stuttgart. In den letzten Monaten oft eine Reise, die viel Geduld erfordert. Heute hat der vorausfahrende Zug bereits 30 Minuten Verspätung. Und die Wagenreihung seines ICE hat sich kurzfristig geändert. 4, 5. Ja, der wird weiter oben sein. Also hier steht zwischen B und C. Wer ganz vorne gewartet hat, muss jetzt ganz nach hinten und umgekehrt. Wer die Anzeigentafel oder Durchsage verpasst, muss sich später seinen Weg durch den gesamten Zug bahnen. In Zeiten von hoher Unpünktlichkeit werde ich natürlich schon aufmerksamer, wenn ich merke, dass eine Durchsage kommt. Das war früher nicht immer so. Ja? Da habe ich gedacht, wird schon nichts Schlimmes sein, wird mich schon nicht betreffen. Bis zur Abfahrt bleibt die geänderte Wagenreihung die einzige Überraschung. Der Zug setzt sich pünktlich in Bewegung. Bei beruflichen und privaten Terminen sind bei Gastel allerdings mögliche Verspätungen mittlerweile fest eingeplant. Ich versuche natürlich Puffer einzubauen, aber ich kann ja nicht schon überall einen Tag vorher anreisen, dann kann ich keine Termine mehr wahrnehmen. Ich bin halt auch schon mal losgefahren, war stundenlang im Zug und bis ich ankam, war die Veranstaltung zu Ende, wegen der ich überhaupt losgefahren bin. Und das ist dann wirklich ärgerlich. Gastel ist Mitglied im Verkehrsausschuss. Sein Kernbereich, die Bahn. Seine Erfahrungen auf der Schiene teilt der Politiker auf unterschiedlichen Kanälen mit. Fahrt von Berlin nach Stuttgart. Der eigentlich vorgesehene ICE ist ausgefallen wegen einer Störung. Stattdessen fuhr aber ein Ersatzzug. Jetzt bin ich in Stuttgart angekommen mit einer Verspätung von etwa einer halben Stunde. Die wurde dadurch verursacht, dass der Zug erst in Frankfurt und dann auch in Mannheim deutlich verspätet ausfahren konnte, weil das Gleis belegt war. Seit 9 Jahren führt Matthias Gastel auch ein Online-Bahntagebuch. Hier ist nachzulesen, was bei der Bahn zurzeit schiefläuft. Immer wieder Bummelzugtempo auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke, mit einer Dreiviertelstunde Verspätung in Berlin angekommen. In Augsburg zunächst keine Weiterfahrt, da das Gleis gesperrt war. Ankunft zu später Stunde mit 45 Minuten Verspätung. Längere Standzeit auf freier Strecke, weil Unterlagen für die Weiterfahrt fehlen. Hinzu kam eine technische Störung. Ankunft mit 50 Minuten Verspätung. Die Pünktlichkeit ist deutlich schlechter, als sie jemals zuvor gewesen ist. Der Zustand der Infrastruktur hat sich weiter verschlechtert. Das Durchschnittsalter der Anlagen steigt, obwohl seit einigen Jahren mehr investiert wird. Es ist natürlich schon auch die Bautätigkeit, die einfach ein sehr großes Ausmaß angenommen hat. Es muss auch gebaut werden, um zu sanieren, aber die Baustellen sind einfach oft sehr schlecht organisiert. Und dann kommt einfach dazu, dass heute so viele Züge wie noch nie auf dem deutschen Schienennetz unterwegs sind. 1994 wurde die Bahn in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und ist zu 100% im Besitz der Bundesrepublik. In der Folge wurden unrentable Bahnstrecken stillgelegt, Weichen und Überholgleise zurückgebaut. Priorität hatte lange die Geschäftsbilanz.
In den vergangenen Jahren reisten jährlich durchschnittlich fast 80 Millionen Menschen mit dem ICE. Die Züge sind häufig überfüllt. Ohne Reservierung bekommt man nicht immer einen Sitzplatz. Ich habe vorhin die Nachricht bekommen, dass der eine Zug ausfällt von Leipzig nach Erfurt. Und die Alternative, die mir angeboten wurde, die war dann leider voll ausgebucht. Also die zweite Klasse zumindest. Die erste kann ich mir nicht wirklich leisten. Und ja, da habe ich halt den Campingstuhl mitgenommen. Das habe ich letztens auch schon mal gemacht und ist eigentlich ganz praktisch, sage ich mal, wenn alles ausgebucht ist. Bahnfahren wird zum Ärgernis. Selbst überzeugte Zugfans hadern mit dem umweltfreundlichen Verkehrsmittel. Ich finde, dieses Jahr ist es ein bisschen ein Belastungstest für Fans. Ich war oft gestresst, wenn man dann einfach nicht ankommt. Man ist dann sehr, sehr müde oder kommt sehr spät an. Das ist eine echte Belastung. Und ich glaube, man kann es einfach nur üben, immer wieder damit gut umzugehen. Und was schwierig ist dann, ist, wenn man ins Ausland geht, dass wir alles sagen, das gibt's ja gar nicht, der Zug ist pünktlich, was ist denn hier anders? Zum Beispiel in der Schweiz. Der Hauptbahnhof Zürich gehört zu den wichtigsten Knotenpunkten der Schweizer Bahn. Die Pünktlichkeitsquote der SBB im Personenverkehr liegt landesweit bei fast 93%. Zahlen, von denen man in Deutschland nur träumen kann. Die Schweizer Bahn ist ein Schweizer Staatsheiligtum eigentlich, oder? Über das man nichts Schlechtes sagen darf. Und ich denke, die Schweizer Bahn ist relativ pünktlich. Sie hat ein sehr enges Netz. Wenn man so hört vom Nachbarland, denke ich schon, dass wir zufrieden sein können. Ja. Andreas Schlepfer ist seit über 30 Jahren Fahrgastbegleiter bei den Schweizerischen Bundesbahnen. Seine Arbeit führt ihn regelmäßig über die Grenze nach Deutschland. Der Zug aus Deutschland ist zu spät. Er ging wohl heute Morgen rechtzeitig von Stuttgart los. Aber da gab es Probleme auf der Fahrt. Irgendwo hier ab Herrenberg gab es da Verspätung. Wenn ich da mal draufklicke, sehe ich einen Grund, der hinterlegt wurde, Abwarten eines anderen Zuges, was auch immer das heißen mag. Vorgesehen Ankunft statt 9.23 Uhr, 9.37 Uhr. Das ist eigentlich unsere Abfahrtszeit. Andreas Schlepfer kennt die Probleme der deutschen Bahnkollegen. Ich bin da auf meiner Hauslinie oft unterwegs. Wir begleiten ja die Züge auch durchgehend bis nach Stuttgart. Und im Moment ist halt einfach so, dass es öfters zu Verspätungen kommt. Es sind auch ganz andere Verhältnisse. Also wenn wir Deutschland und die Schweiz als Infrastrukturland anschauen, das ist viel größere Infrastruktur, die da betrieben wird. Und bei uns in der Schweiz ist alles etwas kleiner. Der Zug fährt endlich ein. Für Andreas Schlepfer heißt es gelassen bleiben. Die Abfahrt unseres Zuges verzögert sich um einige Minuten. Grund dafür ist die verspätete Zugsankunft aus Deutschland. Wird die Fahrtrichtung geändert, muss Andreas Schlepfer verschiedene Arbeiten durchführen. Schlusslichter einschalten oder Bremsen kontrollieren. 9.37 Uhr wäre ja nach Plan gewesen. Jetzt plus 11. Also da werden wir nichts mehr reinholen. Ist es gelaufen. Zeitfenster für unseren Zug verpasst. Jetzt kriegen die Züge, die fahrplanmäßig und rechtzeitig verkehren, den Vorrang. Mit einer knappen Viertelstunde Verspätung verlässt der Intercity den Zürcher Hauptbahnhof Richtung Bodensee. So, grüezi wohl miteinander. Fahrkarten bitte. Also das ist das tägliche Business für uns. Also wir versuchen natürlich jeden Tag pünktlich von A nach B zu fahren, wo es möglich ist, Verspätung einzuholen. Aber das System ist so dermaßen komplex. Die Zahnräder müssen so gesamthaft ineinander passen, dass wir wirklich pünktlich von A nach B verkehren können, dass das ja nicht sehr, wie soll man sagen, einfach ist.
Ja, genau, wenn haben Sie da Ihren Anschluss da? Also den werden Sie mit ziemlicher Sicherheit verpassen, den erreichen Sie nicht. Paris, Gare de Lyon. So pünktlich wie die Schweizer schaffen es auch die Franzosen nicht. 2021 waren rund 11% der Fernzüge verspätet. Frühmorgens ist am Gare de Lyon schon viel los. Rahima Ganmi ist Zugchefin auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke Paris-Lyon. Wie jeden Morgen bin ich in Form. Man muss positiv eingestellt sein. Es ist viel los. Um 7 Uhr soll der Zug abfahren. Er ist gut gebucht. Rahima erwartet 450 Fahrgäste. Bisher ist alles pünktlich, alles gut. Es ist 6.33 Uhr. Nun muss ich den Zug einmal checken und dann geht's los. Es ist wie ein Sport. Die Uhr tickt. Doch, die Türen wurden entriegelt. Ich habe es vor einer Minute getestet, da hat es nicht funktioniert. Warte, das schauen wir uns an. Die Türen wurden doch entriegelt, oder? Okay, welche Tür? Die rechte bei 103. Okay, pass auf, ich komme zu dir, okay? Nun streikt eine Tür des zweiten Zugteils. Ich muss mal nachsehen. Rahima geht zum Zugtechniker am Kopf des Zuges. Jetzt wird's hektisch. Technische Störungen gehören zu den häufigsten Verspätungsgründen. Das Problem konnte behoben werden. Behoben, gut. Gib mir mal deine Nummer. Der pünktlichen Abfahrt steht nichts mehr im Weg. Nur wer ein Ticket mit Reservierung hat, kommt hier auf den Bahnsteig für die Fernzüge. Ein großer Unterschied zur Bahn in Deutschland. Verspätungen, die durch das Gedrängel der Fahrgäste verursacht werden könnten, sollen so vermieden werden. Alle Fahrgäste müssen ihre Tickets scannen. Und 2 Minuten vor Abfahrt werden die Schleusen geschlossen. Dann kommt keiner mehr auf den Bahnsteig. So kommen wir sicher pünktlich los. An diesem Morgen klappt alles. Meine Damen und Herren, unser TGV nach Lyon-Perrache fährt ab. Achtung, Türen schließen. Wir können pfeifen. Los geht's. Die Trasse Paris-Lyon ist ausschließlich Hochgeschwindigkeitszügen vorbehalten. Verzögerungen durch vorausfahrende Regional- oder Güterzüge gibt es hier nicht. Der TGV erreicht Geschwindigkeiten bis zu 320 Stundenkilometer. Guten Morgen, meine Damen und Herren, die Fahrkarten bitte. Im TGV herrscht Reservierungspflicht. Überfüllte Wagen werden dadurch vermieden. Die Züge fahren auf dieser Strecke im Halbstundentakt. 2022 waren sie bisher zu 90% pünktlich. Es ist eine sehr dicht befahrene Strecke. Deshalb kann der Lokführer auch nur eine Verspätung von guten 5 Minuten einholen. Mehr nicht. Hier fährt ein Zug nach dem anderen. Wir können ja den Zug vor uns nicht zur Seite schieben. Frankreich hat ein Streckennetz von rund 29.000 Kilometern. Davon sind etwas über 2.700 Kilometer Hochgeschwindigkeitstrassen, auf denen Züge die Maximalgeschwindigkeit erreichen. Deutschlands Streckennetz ist größer, hat eine Länge von rund 34.000 Kilometern. Doch auf nur knapp 900 Kilometern erreichen die Züge eine Geschwindigkeit von bis zu 300 Stundenkilometern. Rahimas Zug kommt pünktlich in Lyon an.
Ich atme kurz durch und bereite mich auf die nächste Fahrt vor. In 10 Minuten geht es schon mit dem nächsten Zug zurück. In Frankreich gibt es schon seit Beginn der 1980er Jahre Hochgeschwindigkeitszüge. Sie bedienen mehr als 60% des Personenverkehrs auf der Schiene. Anders als Deutschland ist Frankreich dünner besiedelt und zentralistisch organisiert. Das ermöglicht schnelle Direktverbindungen zwischen den Großstädten. Der Gare de Lyon ist einer der größten Bahnhöfe in Paris. Von hier aus fahren die TGVs in den Südosten des Landes. Doch auch bei den schnellsten Zügen Europas läuft nicht immer alles reibungslos. Die TGVs könnte man auf jeden Fall verbessern. Sie sind nicht immer pünktlich und im letzten Moment werden manchmal die Gleise gewechselt. Und wenn man etwas älter ist und nicht so mobil, ist das schwierig. Aber seien wir ehrlich, wir haben schon einen guten Service. Aber man könnte ihn verbessern. Wir fahren jetzt in den Süden nach Avignon. Das dauert 2,5 Stunden. Das ist schon sehr gut. Der Zug, mit dem wir in Deutschland gefahren sind, war sehr viel langsamer. Im Schnitt startet hier alle 4 Minuten ein Zug. Samir Chentouf ist Supervisor am Gare de Lyon. Er soll dafür sorgen, dass die Züge pünktlich am Gleis stehen und abfahrbereit sind. Der Zug 9219, Abfahrt 16.22 Uhr, ist noch in der Werkstatt. Er kommt erst um 16.12 Uhr zu uns. 10 Minuten, um alle Passagiere einsteigen zu lassen, das ist knapp. Ich muss eine Verspätung anmelden. Samir bespricht sich kurz mit seinem Chef. Ich melde 20 Minuten an. Kannst du 20 Minuten auf den 16.20 Uhr setzen? Du musst es innerhalb von einer Minute machen. Okay, danke. Kommt es zu Verspätungen, hält sich Samir an 2 Prinzipien, um Chaos zu vermeiden. Erstens, schnelles Reagieren. Eine Verspätung muss spätestens 20 Minuten vor Abfahrt angekündigt werden. Zweitens, Verlässlichkeit. Nicht immer wieder neu evaluieren. Der Kunde muss wissen, womit er zu rechnen hat. Einmal täglich kommt jeder TGV in die Werkstatt zur Reinigung und Materialkontrolle. Das Durchschnittsalter der französischen Hochgeschwindigkeitszüge beträgt um die 20 Jahre. Samir Chentouf hat regelmäßig mit Defekten an Zügen zu tun. Dieser Zugteil? Okay. Hältst du mich auf dem Laufenden? Super, danke. Okay, top. Merci à toutes. Denis, es gibt eine Warnung für den Zug um 17.43 Uhr. Es wurde gerade ein Problem an den Bremsen entdeckt. Es werden Techniker geschickt. Es scheint ein größeres Problem zu sein. Wir sollten einen Ersatzzug finden. Rufst du die Zentrale an? Schon dabei. Kein Tag gleich dem anderen. Es gibt immer neue Probleme. Langweilig wird es nie. Ich frage mich jeden Morgen, was wird wohl heute passieren? Das fragen wir uns alle. Samir bleibt 1 Stunde Zeit, um einen Ersatz für den Zug mit dem Bremsdefekt zu finden. Nach 3 Stunden Fahrt will Matthias Gastel schauen, was das Bordbistro zu bieten hat. Es hat geöffnet, bei weitem keine Selbstverständlichkeit. Umso länger man unterwegs ist, umso mehr erwartet man natürlich, dass es auch einen gastronomischen Service gibt. Ich habe allerdings in letzter Zeit sehr oft erlebt, dass wegen Personalmangel die Gastronomie einfach geschlossen ist. So, bitte schön, Herr. Hallo, ich hätte gerne einen Tee. Was haben Sie sonst? Bei uns ist alles wahr, schicken Käsebaguette. Also was Vegetarisches, Warmes, was Kleines. Ja, dann nehme ich einfach ein Käsebrot. Genau, das ist vernünftig. Ja, ist gut. Wenn Sie das sagen. Matthias Gastel bekommt heute keine warme Mahlzeit und übt sich in Nachsicht.
die Leute hier an Bord können ja nichts dafür. Deswegen vermeide ich das auch an denen auszulassen, dass ich da jetzt natürlich nicht glücklich bin, nicht das bekommen zu haben, was ich möchte. Aber ich sag mal, es gibt Schlimmeres. Ja? Ich hoffe jetzt, dass ich dann in Stuttgart meinen Anschluss noch bekomme, weil ich ja noch ein bisschen fahren muss, um nach Hause zu kommen. Eigentlich gilt die Bahn als das Verkehrsmittel der Zukunft. Ihr Ausbau ist essentiell für die Energiewende. Bis 2030 soll sie doppelt so viele Menschen transportieren wie heute. Die Entwicklung des Staatskonzerns Deutsche Bahn sieht der Grünen-Politiker Gastel kritisch. Sie hat sich dahingehend verschlechtert, dass zu lange versucht wurde, aus der Infrastruktur auch noch Gewinne herauszupressen. Deswegen ist zu wenig investiert worden, es ist zu sehr auf Verschleiß gefahren worden. Notwendige Investitionen in Aus- und Neubau sind unterlassen worden. Und das rächt sich jetzt eben, weil man gar nicht mehr hinterherkommt, die Defizite aufzuarbeiten, ohne eine Masse an Baustellen, die wiederum zu einer Beeinträchtigung führen. Meine Wahrnehmung ist, dass die Deutsche Bahn immer schon dazu neigt, Situationen zu beschönigen. Wenn die Deutsche Bahn offener kommunizieren würde, wie groß der Handlungsbedarf ist, würde natürlich dann auch die Politik entsprechend handeln müssen, tut sie aber leider nicht immer. Die Investitionen in die Schieneninfrastruktur liegen in Europa weit auseinander. 2021 waren es in Frankreich 45 Euro pro Einwohner. In Deutschland mehr als doppelt so viel mit 124 Euro pro Kopf. Aber weit hinter der Schweiz mit 413 Euro pro Kopf. Die Betriebszentrale der Schweizer Bahn in Olten ist eine von insgesamt 4 Betriebszentralen und die modernste des Landes. Manuela Huber arbeitet hier im Schichtdienst. Sie beaufsichtigt zentral den Zugverkehr für die gesamte Mittelschweiz. Wir sehen jetzt nur, gewisse Züge haben eine Verspätung von einer Minute. Das sehe ich immer, das zeigt es immer hinten an der Zugnummer gleich an, wenn ein Zug Verspätung hat. Das sehe ich immer, wie viele Minuten. Wenn ich dann auf einmal 2 Striche aufeinander habe, da weiß ich, jetzt muss ich was tun. Jetzt muss ich entscheiden, welcher gewinnt, welcher hat Vorrang. Manuela Huber ist Disponentin. Bis zu 6 Zugverkehrsleiter arbeiten für sie. Sie haben den Kontakt zu den Zügen und greifen bei Bedarf direkt auf die Weichen zu. Ja, kannst du mal beim Lokführer im Gleis 8 nachfragen, Luzern, was er hat? Er fährt schon seit 2 Minuten nicht ab. Okay, ja, ich rufe ihn gleich an, okay. Frage ihn, was los ist. Dankeschön. Mein Ehrgeiz ist eigentlich schon groß, weil ich weiß ja, das sind nicht nur Striche, die herumfahren, sondern da sitzen ja wirklich Leute drin. Ah, du fährst gleich los. Danke, ciao. Hat noch einen Rollstuhl einladen. Es geht noch 2 Minuten länger. Aber Sie fahren gleich los. Okay, super, danke schön. Bei Verspätungen muss Manuela Huber die Züge umdisponieren. Die roten Züge, das sind die Personenzüge. Und jetzt habe ich hier diesen Güterzug, diesen violetten. Ich möchte nicht, dass ein verspäteter Güterzug die ganzen Personenzüge, die pünktlichen Personenzüge kaputt macht. Verspätete Züge haben eigentlich keinen Vorrang mehr, weil sie haben ihre Trasse verloren. Man versucht ihn schon möglichst gut und so schnell durchzubringen, aber sie haben keinen Vorrang mehr. Auch wenn aktuell alles fast so akkurat wie ein Uhrwerk läuft, es gibt Situationen, die auch Manuela Huber aus dem Takt bringen. Man muss immer aufmerksam bleiben, weil es kann wirklich von 0 auf 100 kann ein Zug eine Störung haben. Du bist zuerst relaxed, schaust ein bisschen und dann geht die Hölle los. Dann musst du halt immer wirklich bereit sein können. Aber das finde ich auch das Schöne am Job. Man weiß nie, was auf einem Zug kommt. Stress entsteht für mich, wenn alle zum selben Punkt etwas von mir möchten. Wenn ich die Störung abarbeiten soll und die Kunden möchten zusätzlich von mir fast jeder Einzelne eine persönliche Beratung, dann wird es stressig. Heute gibt es auf der Strecke keine besonderen Vorkommnisse. Der Rheinfall, schauen Sie mal da, sehr schön jetzt zum Sehen.
Genau. Guck mal rein. Voilà. So, gute Reise, ja. Grundsätzlich oder die primären Störungen sind technischer Natur. Sei es eine Störung am Fahrzeug, an der Bahnanlage, Weichen, Signale, Bahnübergänge am Fahrzeug, zum Beispiel die Türen. Das sind eigentlich die größten Faktoren. Der Bahnhof von Schaffhausen ist der nächste Halt. Jetzt verlassen wir die Schweiz, reisen in Deutschland ein. Prognose da so, lagen wir richtig, 15 Minuten. Mit einer Viertelstunde Verspätung kommt der Zug schließlich in Singen an. Endstation. So, gute Weiterreise. Ade, miteinander. Wiedersehen, miteinander. Ade. Thank you, bye bye. Ade, danke schön. Jetzt werden wir bereits schon vorbereiten, dass wir wieder zugabfahrtsbereit sind. Die Zeit, die ist jetzt verpufft. Also haben hier normalerweise quasi eine Stunde Aufenthalt und darum sind wir jetzt wieder pünktlich, zumindest geplant. Genau. Ja, also mir macht der Beruf grundsätzlich immer noch sehr viel Freude. Es gibt aber auch Situationen, wo ich machtlos bin. Da kann ich nichts beeinflussen und ich möchte mich nicht ärgern über was, was ich nicht beeinflussen kann. Zurück in Paris. Für Samir Chentouf gibt es gute Neuigkeiten bezüglich des Zuges mit dem Bremsdefekt. Wir hatten Glück, der Zug konnte repariert werden. Aber wir haben Zeit verloren. Er wurde in der Werkstatt nicht gereinigt, weil wir dachten, dass er ersetzt werden muss. Nun muss er noch schnell hier am Bahnhof sauber gemacht werden. Wir geben den Reinigungskräften Bescheid und theoretisch startet der Zug pünktlich. Wenn es zeitlich knapp wird, geht Samir auch schon einmal zu seinen Mitarbeitern auf den Bahnsteig. Wenn alles gut organisiert ist, gerät man nicht in Hektik. Hektisch wird es durch Störungen in letzter Minute. Dann ist es die Herausforderung, alles schnell und bestmöglich zu regeln. Je länger man wartet, desto später die Züge. Wir möchten, dass alles gut und sehr schnell geregelt wird. Hallo, alles gut? Ja, danke, alles bestens. Doch noch rechtzeitig geschafft, perfekt. Kurzfristig wurden auch noch Reinigungskräfte mobilisiert. Als Samir am Bahnsteig ankommt, ist der Zug schon sauber. Nun haben wir einen sauberen, gekoppelten und beladenen Zug. Letzte Etappe, die pünktliche Abfahrt. Ein Problem weniger. Es bleiben noch viele Züge, aber es ist schon mal einer weniger. Alles gut. Drei müssen noch aus der Werkstatt kommen. Das muss ich noch mal überprüfen. Es scheint aber zu laufen. Doch schon wartet ein neues Problem auf Samir. Ein vergessenes Gepäckstück. Danke. Im zweiten Waggon oben ein goldfarbener Koffer? Exakt. Danke. Es gibt ein herrenloses Gepäckstück auf dem Gleis D. Ich habe die Nummer des Fahrgastes. Ich rufe ihn an. Ja, guten Tag. Hier ist der Supervisor am Bahnhof Paris Gare de Lyon. In Frankreich ist es Pflicht, seine Koffer mit Namen und Telefonnummer zu kennzeichnen, damit die Gepäckstücke identifiziert werden können. Herrenlose Gepäckstücke sind der Verspätungsgrund Nummer 1 bei uns. Das wird sehr ernst genommen. Man weiß nie, was dahinter steckt. Ob es eine schwarze Tasche ist oder ein Mickey-Maus-Rucksack. Wir überprüfen alles sehr sorgfältig. Die Angst vor Terroranschlägen ist groß. Kaum ist Samir zurück in seinem Büro, gibt es schon den nächsten Fall. Okay, wir kümmern uns. Wir schicken die Spürhunde.
Kurz vor Abfahrt eines Zuges wird ein weiterer herrenloser Koffer gefunden. Vom Besitzer keine Spur. Das Gepäckstück muss überprüft werden. Die Fahrgäste können vorerst nicht einsteigen. Okay, sehr gut. Ich muss auflegen. In letzter Sekunde meldet sich der Besitzer. Samir und Denis informieren die Polizisten. Okay, danke. Die Fahrgäste drängen schon. Der Zug wird endlich freigegeben. Wenn ein Spürhund das Gepäck überprüfen muss, dauert das sehr lange. Und wenn er anschlägt, dann muss das Entschärfungskommando kommen und der gesamte Bahnhof muss evakuiert werden. Für die Sicherheit der Fahrgäste. Wenn das zur Stoßzeit passiert, ist das wirklich eine Riesenkatastrophe. Ihr persönlicher Albtraum? Allerdings. Ich habe es schon mal erlebt und möchte es nie wieder erleben. Samirs Arbeitstag neigt sich dem Ende zu. Trotz der Zwischenfälle ist er zufrieden. Wenn alle Züge pünktlich loskommen, hatte ich einen guten Tag. Dann lief alles glatt und wir haben alle gut zusammengearbeitet. Wir haben normalerweise ein Ziel von 90% Pünktlichkeit. Wir liegen bei 94%. Heute war wirklich ein sehr guter Tag. Matthias Gastel dagegen ist nicht pünktlich in Stuttgart angekommen. Für den Berufspendler schon fast eine Gewohnheit. Der Zug war sehr, sehr voll. Wir sind mit einer Viertelstunde Verspätung angekommen. Das ist jetzt kein Weltuntergang, aber wenn man einen Anschluss braucht, dann ist er natürlich nach einer Viertelstunde in der Regel raus. Die Verkehrswende mit der Bahn als Verkehrsmittel Nummer 1 bleibt eine Herausforderung. Die Menschen bei uns sollen auch mal stolz auf ihre Bahn sein. Das erfordert aber ein besseres Management und das erfordert eine entschlossenere Politik.